von mir. Mein Name ist Nino Ostheim. Ich studiere hier im Master im zweiten Semester, genau wie meine zauberhafte Kollegin. Habe aber auch schon den Bachelor hier in Lingen gemacht, also bin schon ein etwas älteres Pferd, was diesen Stall angeht. Genau, dann bitte ich unsere Referenten einfach nochmal auf die Bühne. Da haben wir dann einmal eben nicht die Eugenia Kirch mehr, sondern den Nick Martin eben. Den haben wir auf otto.de gefunden. Dann... Dann Marit Jensen von JP.com, die aber auch eben hier schon in Lingen bereits mal Studienluft schnuppern durfte. Und dann last but not least Michael Lorenz, den Director Creative Content von Fischer und Apelt. Genau, das Ganze soll hier eine Podiumsdiskussion sein, das heißt, es wird kein monotones Interview. Ihr dürft gerne jederzeit Fragen stellen, gerade auch, weil Berufseinstieg und Karriere uns alle ja nun mal angeht, die wir hier bald hoffentlich diese Hallen verlassen können. Genau, das heißt, ich werde jetzt ein bisschen anfangen mit ein paar Fragen, aber ihr dürft jederzeit Fragen stellen, die sind willkommen, auch wenn sie so ein bisschen vom Thema vielleicht Berufseinstieg und Karriere abweichen. Ja. Dann würde meine erste Frage auch direkt an dich gehen, Marit. Du hast ja hier nun mal studiert, Kommunikation und Management im Master. Was würdest du sagen, sind so Schlüsselkompetenzen, die du hier aus Lingen mitnehmen konntest, gerade für den Berufseinstieg? Ich habe gerade gelernt, das Mikro ist schon an, sehr gut. Was ich mitnehmen konnte, tatsächlich hat mir alles im Master sehr gut weitergeholfen. Also von Kommunikationscontrolling über Change-Kommunikation, über strategische Kommunikation, Kommunikationskonzept. Also das ist alles was mir im Arbeitsalltag weitergeholfen hat und weiterhilft immer noch. Ich bin jetzt in der Agentur, das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich mit allen Themen. Ich bin da jetzt nicht auf ein Themenfeld eingeschossen und deswegen hilft mir eben auch diese Bandbreite extrem weiter. Und was ich aus dem Bachelor mitgenommen habe, der, glaube ich, in Ilmenau durchaus dem Bachelor in Lingen ähnelt, weil er auch recht praxisorientiert ist, waren die zahlreichen Praxisprojekte. Also die waren wirklich sehr förderlich, weil man dadurch einfach schon weiß, wie man auf verschiedene Situationen reagieren kann. Praktika helfen natürlich auch immer weiter. Also das ganze Paket hilft tatsächlich. Super. Was ich ja immer aus den Podiumsdiskussionen, die ich jetzt schon mitbekommen habe, ob es beim PR-Report-Camp in Berlin war oder auch in Münster, es kommt immer das Gespräch auf Volontariate und auf Trainees. So, du bist, glaube ich, direkt als Juniorberaterin eingestiegen? Oder? Nein, ich habe auch erst ein Traineeship gemacht. Alles tatsächlich. Sorry. Also der klassische Weg. Nein, das ist ja wunderbar. Gut. Nick, du hast ja sehr viel über diese Botschafter gesprochen, über die Corporate Influencer. Man hört das immer wieder, dass der Arbeitsmarkt sich auch so ein bisschen vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt wandelt, dass man auch auf die Arbeitnehmer proaktiv zugehen muss. Was glaubst du, was bringt das auch für neue Ansprüche einfach an junge Bewerber, an auch Absolventen? Die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Also das... Also jetzt ist es ja so, dass auch durchaus Unternehmen wirklich auf Bewerber zugehen, eben durch zum Beispiel Botschaftsprogramme. Man soll sich ja trotzdem nicht zurücklehnen sollen als junger Mensch. Man muss ja trotzdem irgendwie auch sich auf die Suche machen. Kann man dann gezielt nach solchen Angeboten suchen oder was empfiehlst du Absolventen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass der große Vorteil ist, dass sich Unternehmen noch viel besser vorbereiten müssen auf Absolventen und Interessenten an der Arbeitgebermarke. Das heißt, ich glaube, der Bewerbungsprozess ist heute schon um ein Vielfaches transparenter und auch kommunikativer geworden. Also zumindest ist es bei Otto so, dass man auch heute schon als Interessent sehr leicht und sehr schnell in Kontakt treten kann mit uns. Und in erster Linie natürlich mit unseren HR-Kolleginnen und Kollegen. Da steht immer eine Nummer bei dem Recruiter mit bei, auf der man unverfänglich anrufen kann. Wir haben eine WhatsApp-Gesprächsstunde, wo Fragen zu einzelnen Stellen gestellt werden können. Sprich, wir sind sehr viel erreichbarer und transparenter, was unsere Kommunikation und die Kommunikation im Arbeitgeberbereich angeht. Außerdem stellen wir, und das machen speziell auch die HR-Kollegen extrem gut im Bereich Employer Branding, wir stellen heute schon viel mehr Content zur Verfügung, der auf einen möglichen Berufsstart oder ein mögliches Berufsbild bei uns vorbereitet. Das heißt, Bewerberinnen und Bewerber können heute schon viel konkreter und viel deutlicher sehen, was sie eigentlich bei uns erwartet. Super, Dankeschön. Michael, du bist
ja Creative Content Director eben, hast uns ja auch schon mit bunten Bildern heute begeistert, wirklich. Das sind ja keine klassischen Disziplinen, die man so in klassischen Studiengängen halt lernt. Was würdest du so sagen, kann man sich da schon irgendwie über Trends oder Bewegtbildkommunikation schon während des Studiums irgendwie informieren? Gibt es da Möglichkeiten als Absolvent oder als Student eben? Naja, also ich glaube, in unserer Disziplin hängt sehr viel davon ab, dass man selbst nach draußen geht und was erlebt. Ja? Und natürlich kann jeder auch selbst Sachen drehen oder ihr dreht ja alle auch Sachen selber. Also ich möchte mir nicht eure Instagram-Channels oder was auch immer anschauen. Die Frage dahinter ist eigentlich eher, natürlich kann man Kreativdirektor werden, nicht wirklich studieren, wobei es gibt da auch die Miami Ad School oder so, wo das durchaus möglich ist. Ich hatte das schon vorhin gesagt an der einen oder anderen Stelle, dass bei uns kommt es vielleicht mehr auf Brüche im Lebenslauf an, also so lineare Lebensläufe, wie sie vielleicht dann auch eher in der Beratung sinnvoll sind, also erst Abitur, dann studiert, vielleicht noch ein Auslandssemester und dann direkt über Trainee in einen Job. Das funktioniert bei uns so nicht. Also ich muss auch gestehen, ich lege solche Lebensläufe auch gerne erstmal zur Seite und gucke mir die an, die unterschiedliche Sachen gemacht haben, vielleicht auch neben der Spur und da dementsprechend auch ein erweitertes Blickfeld haben, weil sonst kommt Inspiration letztlich auch nicht zustande. Ja, super. Und eine Frage in die Runde, was glaubt ihr so? Also unsere Disziplin ist ja sehr breit aufgestellt. Jetzt habe ich hier studiert, ich habe irgendwie Informationen bekommen, ich habe gelernt, wie interne Kommunikation funktioniert, ich habe die ganzen Tools und Instrumente kennengelernt, aber wie finde ich denn nun raus, in welche Richtung ich gehen möchte? Gibt es da so ein paar Tipps vielleicht oder wie habt ihr das vielleicht auch gemacht? Naja, ausprobieren. Ich hatte das vorhin schon, waren wahrscheinlich nicht alle bei mir im Panel. Ich habe ursprünglich mal mit Jura angefangen, weil ich noch nicht wusste, was ich machen möchte. Und dann auf Politik gewechselt und dann habe ich ein Volontariat gemacht, ein redaktionelles. Und von da ausgehend habe ich mich eigentlich eher diesem über so Branded Entertainment-Geschichten bei Musiksendern und genderspezifischen Sendern, dem Thema Kreation und Campaigning angenähert. Und naja, ohne dieses Ausprobieren letzten Endes wäre ich wahrscheinlich dann auch nicht da gelandet, wo ich jetzt bin, wobei ich auch gestehen muss, das war jetzt nicht ein Ziel, auf das ich hingearbeitet hätte. Das war was, was sich so organisch in Anführungsstrichen entwickelt hat. Wir haben eine Frage aus dem Publikum, dann darf ich meine reizende Kollegin nochmal bitten, die aufzufangen. Ja, hallo. Ich hätte da jetzt die Frage, du hast gesagt, dass das in Agenturen stehen ja immer Unternehmen so ein bisschen gegenüber als, hey, wir sind kreativ, wir sind cool und Unternehmen ja so, hey, wir sind steif und bei uns ist es wichtig, irgendwie eine Linie im Lebenslauf zu haben. Da wäre jetzt die Frage Richtung Otto, wie sieht das bei euch aus? Gibt es da oder wie werden da jetzt Brüche beachtet oder wie kommen Leute da bei euch irgendwie in die Kommunikationsabteilung? Gibt es da auch so Brüche? Und weil du hast ja zum Beispiel Medienwissenschaften studiert, ist ja auch eher linear sozusagen. Wie sieht das bei euch aus im Gegensatz eben zur klassischen Agentur? Also ganz allgemein erstmal zu Gesamt-Otto, wie wir das sehen oder wie sich das Thema bei uns entwickelt. Klar, wir kommen eher aus einer Welt, wo es ursprünglich wichtig war, dass man so den klassischen Werdegang irgendwie hingelegt hat. Können wir uns das heute noch leisten oder wollen wir uns das überhaupt noch leisten, genauso weiterhin vorzugehen? Ganz klares Nein. Inzwischen suchen wir, die Leute, die bei mir in der Session waren, die haben es auch schon mitbekommen, wir suchen ganz andere Profile, als früher noch. Und da sind wir auch schnell in sehr kreativen Bereichen unterwegs. Also wir suchen User Experience Designer, also auch sehr kreative Menschen, die alles haben sollen und alles haben können, aber bitte doch keinen linearen Lebenslauf. Also da schließe ich mich an. Sprich, wir sind insgesamt im Unternehmen Otto auch viel offener für die nicht linearen Wege geworden. Bei uns im Kommunikationsteam ist es so, dass wir schon einen Schwerpunkt darauf legen, dass die Bewerber in irgendeiner Form Berührung mit diesem Kommunikationsjob gemacht haben sollten. Das kann aber auch so aussehen wie bei mir persönlich, dass ich ohne PR-Erfahrung zu Otto gekommen bin, sondern nur mit einer redaktionellen Ausbildung im Gepäck. Das ist vielleicht eher die Ausnahme, aber ich glaube, dass das immer selbstverständlicher und immer leichter möglich wird,
auch einen Platz für solche Menschen zu finden, die nicht PR studiert haben oder die keinen Kommunikationsstudiengang von innen erlebt haben. Und dafür bieten wir auch Volontariate an, damit wir sie eben zu Kommunikatoren ausbilden, diese Bewerber. Ja, Marit, du bist ja in der Beratung. Da sieht das ein bisschen anders aus vielleicht mit dem Lebenslauf. Oder was würdest du dazu sagen? Also bei euch ist ja wahrscheinlich dann eher der klassische Weg noch angebracht, oder? Nicht unbedingt. Also es ist jetzt auch nicht primär eine Beratung. Es ist ein Mix aus Beratung und Agentur, würde ich sagen. Also wir machen auch wirklich klassisches Agenturgeschäft. Aber tatsächlich steigen wir auch sehr früh im Strategieprozess ein und helfen bei der Entwicklung von Strategien, sei es jetzt irgendwie den Aufbau einer neuen Kommunikationsabteilung oder die Gestaltung eines Mitarbeitermagazins. Also es kann halt wirklich von bis sein. Und wir haben auch verschiedenste Leute. Wir haben studierte Politikwissenschaftler, wir haben Leute, die Germanistik studiert haben und wir haben eben auch Leute, die in Leipzig Kommunikationswissenschaften studiert haben oder in Lingen oder sonst wo. Also es ist relativ breit. Ich habe jetzt, glaube ich, auch nicht den linearsten Lebenslauf. Ich habe ursprünglich mal eine Ausbildung im Verlag gemacht und bin dann irgendwie jetzt in diesen Kommunikationsbereich gerutscht. Also was heißt irgendwie, Lingen war schon eine sehr bewusste Entscheidung. Aber auch das war keine Hürde. Also ich glaube, wenn man Begeisterung für das Thema mitbringt und das auch glaubhaft im Bewerbungsgespräch vermitteln kann und deutlich macht, was man möchte und warum man dorthin möchte, dann stehen einem alle Wege offen, egal was für einen Hintergrund man hat. Also sofern man eben diese Motivation und das Engagement mitbringt. Du sagst gerade schon, du kommst aus dem Verlag. Ihr beiden anderen habt ja auch journalistische Vorerfahrung. Wir haben es eben in der Keynote auch schon mal gehört. Man sollte schon mal Redaktionsräume von innen gesehen haben. Euer Statement dazu vielleicht auch? Naja, ich würde sagen, das schadet grundsätzlich nicht, zumal immer mehr Kunden selbst sogenannte Newsrooms entwickeln lassen, auch beratungsseitig und implementieren. Sicherlich mit dem Vorreiter Siemens, die das schon vor bestimmt 3-4 Jahren gemacht haben und damals Oliver Sanden, den ehemaligen Bild-Wirtschaftschef, abgeworben haben, um das zu machen. Und insofern kann ich nur den Tipp geben, auch wenn es vielleicht nicht studientechnisch in die Kerndisziplin fällt, sich dort praktikumsseitig vielleicht mal einen Einblick zu verschaffen. Also schaden tut das nicht. Ich glaube auch, weil man tatsächlich auch in einer, und da komme ich her, in einer Zeitungslokalredaktion oder bei einem Radiosender, der Lokaljournalismus macht, sehr gut und sehr schnell ein Gespür für gute Geschichten bekommt. Und ich glaube, also da sind wir heute in fast allen Kommunikationsabteilungen ja unterwegs. Wir wollen gute Geschichten erzählen und wir wollen eine bestimmte Zielgruppe erreichen. Und dieses Handwerk, das lernt man hoffentlich auch nach wie vor heute noch in einer noch so kleinen Lokalredaktion, da habe ich es zumindest gelernt. Um nochmal vielleicht den Druck so ein Stück weit rauszunehmen, wenn es darum geht, müsst ihr euch entschieden haben, ihr euch als Uni-Absolventen, müsst ihr euch dann schon entschieden haben, welches Profil ihr ausfüllen wollt? Ganz klares Nein. Ich glaube, das wäre so ein bisschen Irrglaube, wenn man jetzt glaubt, okay, man kommt von der Uni und weiß genau, ich möchte Profi für interne Kommunikation werden. Also klar, wenn man das schon weiß, irgendwie good to know und super, aber keiner setzt einen bei uns im Unternehmen jetzt unter Druck und sagt, naja, aber du musst dich jetzt schon mal schnell fokussieren, damit wir wissen, in welche Richtung wir dich überhaupt ausbilden sollen. Also gerade ein Volontariat ist dazu da, seinen Weg zu finden oder den richtigen Weg für sich zu finden. Noch eine Frage? Ja, wie sieht es grundsätzlich aus mit Akademikerquote und Bachelor und Master? Wie ist da so die Verteilung bei euch, sowohl in Agentur als auch in Unternehmen? Also ich habe keine Zahlen in petto, aber sie ist schon sehr weit verbreitet. Das heißt, wir bilden aber auch alternativ zum klassischen Zugang Bachelor-Master, bilden wir eben auch selbst bei uns aus, also unsere Azubis, und die werden auch in den allermeisten Fällen übernommen. Zahlen habe ich dazu jetzt aber leider nicht im Gepäck. Aber es ist schon eher die Regel, ja. Hier ebenfalls, also ich glaube tatsächlich, die meisten haben einen Master, also sofern das Bachelor-Master-System zu dem Abschlusszeitpunkt schon existierte, aber schon eher Master-Absolventen als Bachelor-Absolventen, was aber nicht heißt, dass keine Bachelor-Absolventen genommen werden würden. Ich glaube, die meisten machen einfach einen Master. Ich
ich kann das ehrlich gar nicht so evaluieren. Also ich habe gefühlt, das sind alles sehr, sehr junge im Vergleich zu ein paar Jahren noch. Da war das alles ein bisschen transparenter. Ich würde mal mutmaßen, das kommt auf die Abteilung bei uns in der Agentur an, dass die klassische Strategie sicherlich eher mastergetriebene Abgänge sozusagen dann erstmal als Trainees beschäftigt. Ist auf jeden Fall so. Bei uns sind es natürlich auch sehr viele Leute in der Kreation, die dann eher was Designaffines studiert haben, wo der Master sowieso nicht diese primäre Relevanz besitzt. Stimmt, Grafik haben wir natürlich auch noch und da sind dann auch viele studierte Menschen, aber dann eher, glaube ich, Bachelor-Absolventen. Also ich stehe jetzt gerade auch im Bewerbungsprozess, weil ich diesen Sommer bzw. Herbst wieder in die Berufswelt einsteigen möchte und habe dann immer so ein bisschen die Frage, wie stelle ich mich eigentlich selbst dar? Also sollte ich, sage ich mal, in meinem Lebenslauf, so wie ich den inszeniere, schon darstellen, was ich kann, oder ist es einfach legitim, nur so zu sagen, was man gemacht hat, oder wie bewerbe ich mich am besten? Also das ist so eine ganz, ja, muss ich da schon zeigen, was ich kommunikationstechnisch kann? Ist das empfehlenswert oder? Was sagt ihr dazu? Ich bin jetzt nicht in der Personalauswahl, deswegen kann ich da natürlich nicht direkt was zu sagen. Ich habe aber Freunde, die auch in Personalrecruiting arbeiten und die würden wahrscheinlich sagen, Lebenslauf wird immer wichtiger und lieber mehr in Lebenslauf rein und den Lebenslauf so ausführlich und aussagekräftig wie möglich gestalten, dass man sich den wirklich anguckt und sieht, was kannst du, was sind deine Stärken, wo hast du dich in welchen Bereichen fortgebildet. Aber das ist jetzt eher aus diesem Recruiting-Bereich gesprochen. Wir verzichten tatsächlich bei uns auf das Anschreiben. Also wenn du dich bei Otto bewirbst, brauchst du dieses Anschreiben nicht, wo drin steht, wie toll du Otto findest und wie toll du bist und wie toll du Otto wirklich findest, dass es nochmal da steht. Das brauchst du bei uns tatsächlich nicht. Wir haben das ersetzt durch drei grundsätzliche Motivationsfragen, die du kurz und knapp dann eben beantworten kannst bei uns. Und wenn du fragst, sollst du zeigen, was du kannst? Ja, bitte unbedingt. Und zwar in allen Formen und Farben. Also wenn du schon redaktionelle Beiträge gedreht, geschrieben, wie auch immer hast, dann leg die dabei und zeig, was du kannst und zeig, was du schon gemacht hast. Zeig, wie du Geschichten erzählst. Zeig, wie du, weiß nicht, designen kannst. Das sind natürlich alles Punkte, die uns interessieren und die uns dann im Zweifel neugierig machen. Ich dachte, man hätte seine Bestellhistorie mitschicken sollen. Nein. Okay, also von meiner Seite aus, ich kann nur den Tipp geben, werdet nicht so kreativ. Also ich persönlich mag nichts unlieber, ungerner, als wenn jemand meint, er müsste, weil er Grafiker ist oder auch sonst was, erstmal ein CV durchdesignen, damit er möglichst ein visuelles Alleinstellungsmerkmal bekommt. Das hat immer sowas von Blümchen und Bienchen, das geht meistens nicht gut. Deshalb da wirklich relativ slick sein, also tatsächlich das, was du gemacht hast, würde ich aufschreiben, am besten mit einer Helvetica oder so. Und dann natürlich, Arbeitsproben sind immer wichtig, also und auch gern genommen darauf, ne, je nachdem, worum es geht. Bei uns jemand, der halt was mit Motion macht oder halt auch ein Videoredakteur eher ist oder Konzepter, natürlich möchte ich von dem auch ein Showreel sehen und genau dasselbe betrifft sicherlich auch die anderen Disziplinen. Janik, du hast ja gerade schon mal gesagt, dass man das Handwerk auch in einer kleinen Redaktion lernen kann, wenn man zum Beispiel ein Volontariat in einer kleinen Zeitung zum Beispiel macht. Dann mache ich mein Volontariat dort und komme zum Beispiel zu Otto. Würdet ihr das Volontariat dann auch so anerkennen oder würdet ihr dann sagen, man muss wieder ein Volontariat oder ein Trainee bei euch machen? Wie ist so die Übernahme von so Volontariatskenntnissen? Also den Fall hatten wir jetzt noch nicht in der Form, also beziehungsweise es würde wahrscheinlich so ablaufen, dass wir sagen, du bist interessant für uns, wenn du als Journalist gearbeitet hast und dein Volontariat auch da in einer Zeitungsredaktion gemacht hast, aber dann womöglich schon mal irgendwo das Thema Unternehmenskommunikation, PR kennengelernt hast. Das wäre schon ein wichtiger Punkt für uns, oder dass du zumindest irgendwie Erfahrung in dem Bereich irgendwie vorweisen kannst.
das ist aber auch extrem stark davon abhängig, wen wir gerade in welchem Bereich suchen. Also auch wir stellen uns deutlich magaziniger, sage ich mal, auf und werden perspektivisch auch reine Redakteurskräfte quasi suchen und mehr brauchen. Und dann sicherlich auch mal jemanden nehmen, der bislang eben nur eine journalistische Ausbildung hat und noch kein PR-Team von innen gesehen hat. Das kommt immer sehr so auf den Einzelfall an und lässt sich nicht oder nur schwer verallgemeinern. Alles klar. Gibt es sonst noch Fragen aus dem Publikum gerade für den Moment? Quentin, bitte. Habt ihr so ein paar Stories von No-Gos, was ihr so im Recruiting-Prozess oder im Bewerberprozess mal erlebt habt, wo ihr sagt, so, das geht gar nicht oder das war das Krasseste, was ihr bis jetzt erlebt habt? So? Ja, eigentlich ist es ziemlich boring, aber tatsächlich nicht zu kommen und man wartet dann und der Termin wird verstrichen gelassen. Also ne, wenn ihr tatsächlich nicht kommen können solltet zum Termin, dann sagt ab. Ansonsten, weiß ich nicht, ihr solltet natürlich, es ist problematisch vielleicht, wenn ihr nicht kommunikativ seid, aber in der Kommunikationsbranche arbeiten wollt. Also es kann sein, dass ihr jemanden gegenüber habt, der euch eher kommen lässt, dann müsst ihr halt auch die Zeit füllen, ne? Und dementsprechend dann nicht sofort auf den Punkt landen, sondern ein bisschen links und rechts gucken, wie man das Ganze ausfüllt. Nein, und wenn, dann würde ich die jetzt auch nicht sagen. Es wird ja live gestreamt. keine lustige Anekdote, aber generell, also was mich persönlich nervt und was mich stört, ist, wenn ich da einen Bewerber sitzen habe, der sich 0,0 mit uns beschäftigt hat. Ja? Also der gar nicht weiß, wer wir sind und wie wir ticken. Also der hat das dann zwar nicht in dieses vermeintlich fehlende Anschreiben dann jetzt schreiben müssen, aber trotzdem erwarte ich doch, dass er weiß, worauf er sich da einlassen möchte und der vielleicht schon mal irgendwie geforscht hat, wie wir kommunikativ arbeiten und wie Kommunikation quasi bei uns gemacht wird. Und wenn ich da eher so einen lustlosen und unmotivierten Kandidaten sitzen habe, dann ist das Gespräch vermutlich auch etwas schneller zu Ende. Und das ist dann, da frage ich mich auch, okay, haben wir alle irgendwie so viel Zeit, dass du, lieber Kandidat, dich jetzt extra auf den Weg nach Hamburg machen kannst und dich da hinsetzen kannst? Und also das wundert mich dann auch tatsächlich. Also es doch, aber ist tatsächlich jetzt schon mal vorgekommen, ja. Wolltest du da noch drauf antworten oder soll ich? Ich bin an der Personalauswahl nicht beteiligt, deswegen kann ich dazu nichts beitragen. Ich würde gerne nochmal auf diese Trainee-Volontärs-Thematik eingehen. Also ich bin letztes Jahr mit meinem Bachelorstudium fertig geworden und habe jetzt auch ein Volo angefangen in der Agentur, habe aber bei vielen Kommilitonen miterlebt, dass das immer sehr kritisch gesehen wird, gerade mit einem Masterabschluss, was ich auch völlig nachvollziehen kann, weil man irgendwie doch viel Zeit und Geld quasi schon investiert hat in die Ausbildung und viele dann, sage ich mal, geknickt werden, weil man trotzdem den Weg in die Berufswelt nur über dieses Jahr, was irgendwie mit schlechter Bezahlung zusammenhängt, gedrückt wird. Darum vielleicht, Marit, weil du das selber auch gemacht hast. Ich empfinde das als sehr positiv bisher, weil, glaube ich, das total wichtig ist, einzusteigen in ein Unternehmen oder eine Agentur und um überhaupt festzustellen, ob es mir da gefällt, ob das irgendwie das ist, was werden mir da vielleicht für Möglichkeiten gegeben. Und wie Nick auch schon meinte, hat man heute doch über die Kanäle der Unternehmen selber mehr Möglichkeiten schon mal vorzufühlen. Ist das was für mich? Also ich glaube, ist vielleicht auch das Volontariat dafür da, um wirklich zu gucken, ist das das Richtige für mich? Wie waren deine Erfahrungen da so? Also ich finde ein Volontariat-Trainee grundsätzlich nicht verkehrt, weil es eben ein langsamer Arbeitseinstieg ist. Man hat Zeit, alles kennenzulernen. Man wird nicht direkt vor den Kunden gesetzt und einem wird gesagt, so jetzt mach mal und liefer ab, sondern man lernt das Geschäft wirklich Stückchen für Stückchen kennen und wenn man möchte, kann man sich den Situationen stellen. Das ist dann ja auch individuell abhängig. Und jetzt in meiner Agentur ist halt nichts Ausbeuterisches daran. Also es ist auch nicht so, dass man im Lohn extrem gedrückt wird oder Sonstiges. Es sind sehr faire Bedingungen, es sind sehr faire Lernbedingungen und Lehrbedingungen. Von daher habe ich es auch nicht negativ empfunden. Und sicher, man bringt
extrem viel Wissen schon von der Uni mit. Sicherlich auch im Vergleich zu Germanistikstudenten ein bisschen mehr, wenn man in Lingen studiert hat. Aber es gibt ja auch noch sehr viel mehr, was zum Arbeitsalltag dazugehört. Kommunikation ist ja nur ein kleiner Bestandteil. Ein großer Bestandteil ist eben auch, wie gehe ich mit einem Kunden um, wie reagiere ich jetzt auf irgendeine Situation. Und auch sowas muss man sich ja erstmal aneignen. Ja, ich glaube auch, also vielleicht, also Bezahlung hin oder her, also die muss fair sein natürlich für das, was derjenige leistet. Und ich stelle mich jetzt nicht vorne hin und sage, lieber Volontär, du musst genau die gleiche Arbeit leisten und den gleichen Umfang an Arbeit leisten, wie hier ein vollwertiges, in Anführungszeichen, Teammitglied. Also das wäre eine völlig falsche Haltung und meiner Meinung nach irgendwie auch das falsche Signal in Richtung Volontäre und Trainees. Trotzdem würde ich auch immer denken, Mensch, ist doch irgendwie auch gut, dass man vielleicht so nach dem Uni-Start erstmal so ein Stück weit Welpenschutz auch irgendwie noch hat und genießt. Ne? Also und erstmal irgendwie sich darauf irgendwie sogar noch so ein Stück weit berufen kann und erstmal sogar noch ausprobieren kann und so seine Schwerpunkte entdecken kann. Also das würde ich dann auch immer sehen wollen. Und tatsächlich war ich auch in meiner Uni-Zeit eher immer Fan von Dozenten, die eben nicht uns gesagt haben oder uns versichern wollten, ihr seid's und auf euch wartet die Welt da draußen, weil, sorry, so ist es halt in allermeisten Fällen nun mal nicht. Und man muss verdammt viel erstmal noch in der Praxis lernen und kann nicht schon alles, selbst wenn man einen sehr guten und praxisnahen Studiengang besucht hat. Und ich glaube, dafür ist das Volontariat oder ein Trainee eben sehr gewinnbringend und cool. Da hinten ist auch eine Frage bei Verena. Oder? Achso, bitte nein. Naja, also ich glaube, es kommt da wie in vielen anderen Sachen auch darauf an, dass die Quotierung halt stimmt. Ne? Also es bringt natürlich nichts, ein Volontariat zu machen, A, wenn schlecht bezahlt ist und zum anderen, wenn einfach nicht jemand da ist, der mit dir Tandem spielt sozusagen. Ja? Also es müssen genug Edelfedern für diejenigen, die die Handschrift der Agentur lernen sollen, halt auch zur Verfügung stehen. Und dann bringt das auch was. Also man kann jetzt natürlich sagen, vielleicht ist es sowieso hier praxisorientierter zu studieren, als wenn man Germanistik studiert hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein anderer Arbeitsalltag, der einen in der Agentur erwartet. Das war auch nicht mehr so, wie man mal früher sagte, das ist ja 24 Stunden. Ne? Das auch definitiv nicht, zumal Generation Y und Z natürlich auch da viel aufbrechen und unsere Arbeitsabläufe dementsprechend sich auch ein bisschen fluenter gestalten. Und ich kann halt nur die Empfehlung abgeben, macht das, weil wenn ihr Junioren seid, werdet ihr, das wurde ja auch gerade schon gesagt, anders behandelt. Dann kriegt ihr einen ganz anderen Scope of Work und da will man dann auch was sehen. Und der Welpenschutz ist dann definitiv so nicht mehr gegeben. Deshalb ist es im Prinzip eine Übergangszeit. Und ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist, aber bei uns dauern Volontariate auch unterschiedlich lange. Wenn man halt einen Master hat, dann ist man halt auch nicht gegebenenfalls 2 Jahre Volontär, sondern das ist dann wesentlich verkürzt. Verena hat noch, achso, da bitte auch. Dann Sarah, bitte. Ja, ich habe jetzt noch mal ein bisschen eine andere Frage. Also ich habe jetzt meinen Bachelor hier in Lingen gemacht in Kommunikationsmanagement, habe dann aber auch schnell festgestellt, dass mich die wissenschaftliche Seite auch interessiert und habe jetzt meinen Master in Wien angefangen in Communication Science und bin jetzt in einem Jahr fertig und stelle mir die Frage, wie das überhaupt aussieht. Was ist, wenn ich arbeiten möchte, aber nebenbei promovieren möchte sogar noch? Gab es in euren Unternehmen, Agenturen, Beratungen Erfahrung damit? Lasst ihr euch darauf ein oder was ist eure Meinung dazu generell? Also grundsätzlich ist das immer möglich. Also bei uns gibt es immer so, bei Fischer Appelt sind viele Vorstandsassistenten, wir sind ja noch immer Inhaber geführt, sind tatsächlich diejenigen, die dann auch noch in den Endzügen ihres Studiums liegen und entweder ihre Masterthesis oder halt auch eine Promotion schreiben. Und in fast allen Unternehmen, ich möchte auch wetten, auch bei Otto, ist es eigentlich gern gesehen, dass man das koppelt, weil das Unternehmen hat ja auch einen Benefit. Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist nur, dass sich das thematisch dann auch deckt, also dass es auch auf das Business des Unternehmens einzahlt und dann dürftest du da jede Unterstützung bekommen, die du willst. Muss halt nur vorher schauen, was passt thematisch, also zu wem gehe ich hin und stelle mich vor.
Also ich kenne den Fall jetzt nicht. Wir haben im Moment niemanden dabei, der parallel promoviert. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was dagegen spräche. Also ich kann mir vorstellen, dass es dafür jedes Problem will ich nicht sagen, aber für alles eine Lösung gibt. Und wenn man mit so einem Wunsch herantritt, ja, es kann ja eigentlich nur vorteilhaft sein, wenn es sich im gleichen Rahmen bewegt. Wenn es jetzt irgendwie komplett fachfremd ist, weiß ich natürlich nicht. Aber andererseits, warum nicht? Ich denke, eigentlich spricht da nichts gegen, aber ich kenne den Fall nicht. Ja, das also sehe ich ähnlich und wir hatten den Fall auch noch nicht. Aber ich würde ergänzend auch mal sagen, die Zeit wird immer reifer, eben auch für solche Modelle, ne? Und für solche Chancen. Das ist schon angedeutet, oder ihr habt schon angedeutet, nie hatte quasi der Arbeitnehmer mehr Macht und Handlungsspielraum irgendwie als heute. Und ich glaube, in jeder Branche findet mittlerweile hoffentlich bald ein Umdenken statt beim Thema New Work und neue Arbeitszeitmodelle schaffen und ja, auch wegkommen von diesem 9-to-5-Gedanken beziehungsweise von dieser Anwesenheitspflicht im Büro. Also das ist ja alles zum Glück auch im Wandel und dementsprechend würde ich da immer Mut machen und sagen, also wir zumindest sind sehr offen dafür grundsätzlich. Also klar kommt es dann immer auf den Einzelfall an oder daran, ob wir irgendwie zusammenpassen oder ob das Thema, was diejenige oder derjenige bearbeitet, irgendwie zu uns passt und für uns wichtig ist. Aber grundsätzlich, ja, top. Dann Verena, bitte. Okay, ich würde nochmal auf das Thema eben Traineeship Volo zurückkommen, weil das wird gerade immer beides so gleich verwendet, sage ich mal. Aber was sind denn da jetzt eigentlich, was ist der Unterschied? Wenn ich jetzt gucke, mache ich ein Volo, mache ich ein Traineeship? Gibt es in euren Agenturen oder Unternehmen, gibt es beides? Oder also was ist da vielleicht auch sinnvoller, da nochmal was zu? Also bei uns gibt es nur die Bezeichnung Traineeship und ich denke, es ist einfach eine Umbenennung. Also der modernere Begriff, der mittlerweile wahrscheinlich weiter verbreitet ist. Aber wenn es früher noch Volontariat hieß, ich weiß das jetzt in unserem Fall nicht, dann hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. Es ist einfach eine neue Bezeichnung. Naja, das ist immer so Agentur-Wordings, ne? Das ist grundsätzlich etwas schwierig. Nein, also bei uns gibt es eine Trennung einfach, die hat damit zu tun, Trainees sind bei uns in der Beratung, in der Strategie, also das, was nicht wirklich mit Inhalt zu tun hat, ja, sondern eher kundenführend ist. Und Volontäre haben wir nach wie vor, die sind aber dann halt in den redaktionellen oder kreativen Disziplinen, egal ob jetzt Print, Video oder Online vorzufinden. Also das ist die eigentliche Trennung. Also wir arbeiten mit Volontären oder wir arbeiten auch mit dem Begriff Volontär, weil wir auch sagen, das ist eher eine redaktionelle Ausbildung bei uns, wenn man so will und weniger eine, so wie du gesagt hast, so eine Management-Ausbildung, jetzt im weitesten Sinne irgendwie. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Nein. Nein? Wunderbar. Dann würde ich die Referenten bitten, nochmal so vielleicht einen letzten Tipp zu geben für die, die jetzt dann irgendwie bald in die Berufswelt starten. Vielleicht, worauf man sich einstellen soll, was man vielleicht mitbringen soll. Worauf man sich einstellen soll? Ich fange mal an mit dem, was ihr mitbringen sollt. Gerade wenn ihr irgendwie zu großen Unternehmen geht, glaube ich, bringt diesen Bock auf Veränderung irgendwie mit in das jeweilige große Unternehmen. Also wenn ihr angenommen ihr würdet zu Otto kommen, wir haben nicht für alle von euch Platz, aber für einige vielleicht schon, wenn ihr zu uns kommt, dann ermutigen wir die Leute dazu, einen möglichst weiten Blick von außen mitzubringen. Denn wir brauchen eure frischen, eure anderen Ideen und Gedankengänge und wir brauchen ganz viele Leute, die auch unsere Prozesse in der Kommunikation ganz stark hinterfragen. Also wir brauchen auch die Erfahrung, die ihr jetzt im Rahmen eines Studiums oder im Rahmen von Praktika gesammelt habt, die brauchen wir insofern, dass ihr sagt, naja, das wie ihr das macht, das ist ja zwar irgendwie ganz nett und sieht irgendwie ganz gut aus, aber habt ihr mal darüber nachgedacht, das irgendwie anders zu machen, nämlich so und so. Und genau solche Erfahrungen, dazu ermutige ich unsere Volontäre, solche Erfahrungen mit uns zu teilen, immer den Mund aufzumachen, immer Veränderungen anzustoßen und dann am Ende des Tages auch diese Neugierde und
diese Experimentierfreude irgendwie beizubehalten. Das finde ich gut. Ich finde es noch sehr wichtig, dass man tatsächlich sich klar macht, was man möchte und auch bereit ist, wenn man vielleicht im Bewerbungsprozess ist und im Gespräch sitzt und feststellt, das passt einfach nicht, dann vielleicht auch zu sagen, nein, es passt nicht und ich verfolge das nicht weiter. Und eben auch im Gespräch klar zu sagen, das erwarte ich hier, das möchte ich haben, denn je ehrlicher man auch im Gespräch ist, desto eher können von beiden Seiten geprüft werden, ob ein Fit da ist oder nicht. Denn am Ende landet man irgendwo, wo es dann eben nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat, sei es kulturell oder inhaltlich. Und das wäre ja wirklich mehr als ärgerlich. Also ich glaube, man sollte sich dann nicht zu sehr in diese Bittstellerposition reinpressen und sagen, ich muss jetzt um jeden Preis einen Job haben, sondern eben auch überlegen, ist das jetzt wirklich der richtige Job für mich, den ich mir vorstelle? Denn letztlich die Zeit, den richtigen Job zu finden, haben wir ja alle. Ja, eigentlich gibt es da gar nicht so viel mehr hinzuzufügen. Also vor allem dieses Freshe, ja, eigentlich seid ihr die Frischzellenkurve, egal ob es eine Agentur ist oder ein Unternehmen. Und das ist eigentlich auch so einer eurer USPs, weniger die Abschlussnote, natürlich spielt die auch eine Rolle. Und dementsprechend, das solltet ihr, wir hatten das ja schon beim Bewerbungsprozess, klar kommunizieren, was sind eure Skills, was könnt ihr. Und wie gesagt, ich gebe nur den Tipp, auch wenn es schon ein bisschen ausgelutscht klingt, aber Soft Skills spielen auch eine Rolle, nicht nur die harten. Und ansonsten, wenn euch was nicht passt, dann müsst ihr natürlich kommunizieren, weil ihr seid dann ja an kommunikativer Stelle. Und ansonsten, ich glaube jetzt nicht, da muss ich dir widersprechen, dass ihr im Vorstellungsgespräch schon direkt die Kultur eines Unternehmens oder eines Arbeitgebers checkst. Dafür ist halt die Probezeit da und da kann man auch einen klaren Cut machen und das sollte man dann auch. Also ist jetzt nicht nur eine Sache, will der Arbeitnehmer mich übernehmen nach der Probezeit, das ist auch wirklich eine Sache, will ich selbst da bleiben, weil das diesen Cut zu ziehen, das fällt, glaube ich, vielen schwer, aber manchmal tut er einfach Not und ist dann halt auch gut. Super, dankeschön dafür. Hat noch jemand was auf dem Herzen? Jetzt ist nochmal die Chance. Ich habe noch eine Frage. Bitte. Und zwar an Otto. Also ich... Du hast ja schon erzählt, dass ihr super modern seid mit diesem Bewerbungsprozess und so weiter. Und auch, was man sich so anguckt bei den Webseiten, sieht alles super agil, flexibel, modern aus. Das, was wir auch im Studium lernen, wie ein Unternehmen sein sollte. Aber wie doll geht das auch nach innen? Und wie viel ist es Marketing? Also ich glaube, dass Marketing in dem Fall sogar sehr schädlich sein kann. Also was bringt es uns denn, sehr aufwendig Leute an Bord holen zu wollen, ihnen vermeintlich etwas vorgaukeln zu wollen, damit die am Ende des Tages feststellen, nee, ist doch alles irgendwie ganz anders und dann fange ich diesen Bewerbungsprozess oder diesen Recruiting-Prozess wieder von vorne an. Also ich glaube, das ist es nicht. Also sprich, das, was du siehst, sollte im Idealfall, ich sage jetzt nicht, dass es auch überall schon der Fall so ist, und sollte im Idealfall eben sehr, sehr authentisch und so sein, wie es auch tatsächlich ist. Und darauf zahlen ja auch die Jobbotschafter am Ende des Tages von uns ein. Die sollen ein sehr nahes und authentisches Bild davon geben und ein sehr glaubwürdiges Bild davon abgeben, was Bewerber bei uns erwartet. Okay, danke. Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall nochmal ganz herzlich für die Auskunftsfreudigkeit und die Insights und dann übergebe ich auch zurück an Beke. Ihr dürft noch kurz auf der Bühne bleiben.